Servus, die Prüfung von Viloris steht an. Belohnungen sind wie immer die gleichen. Da ändert sich, glaube ich, nichts mehr dran. Ja, hier unten haben wir gleich den ersten Kampf. Und wir spielen Nemora, Skriat, Viloris, Iron und Numisu. So, damage-technisch sollte das recht ausgeglichen sein, genau. Und dann gehen wir gleich links jetzt zu dem nächsten Kampf. Da nutzen wir das gleiche Team, allerdings mit einer Änderung. Wir spielen Skriat Nimora. Also einmal die Position kurz tauschen von den beiden. Sonst klappt der Kampf leider nicht. Und auch hier macht Iron wieder den meisten Damage, wenn ich das recht in Erinnerung hatte. Genau, das ist zwar nur minimal, aber er macht den meisten Damage. So, dann. Nein. Ah, hier oben war es, genau. Die beiden nebeneinander. Und hier spielen wir Tresnor Gresulfon. Und dann haben wir Hodgkin, Viloris und Numisu in der Backline. Das gleiche Team können wir dann auch im nächsten Kampf gleich nutzen, ohne dass wir hier irgendwas verstellen müssen. Können wir diesmal faul sein. So. Wie gesagt, hier braucht man nur draufklicken. Dann ab zu den letzten zwei Kämpfen. Auch mal den hier oben. Und hier spielen wir Atalia Antandrafon, Skriat, Viloris und Saphir. Jetzt kommt auch die Ulti von Skriat und dann war es das. Genau. Und einmal noch der letzte Kampf von den ganzen Prüfungskämpfen. Irgendwie gefühlt der schnellste Kampf. So, dann haben wir die Belohnung abgeholt. Bin mal gespannt, was ihr zieht. Gerne in die Kommentare. Und schauen wir mal, was es dieses Mal gab. Okay, es sind wieder zwei. Oh, einmal Scarlet, okay, nice. Hatte ich jetzt hier auf dem Testserver noch nicht. Und Rosalie, nice. Schönes Duo. Dann viel Spaß bei der Prüfung. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.